Hey meine Rabauken, ich zocke wieder Among Us mit all meinen Freunden. Hallöchen! Die haben mich zu dieser Begrüßung gezwungen, ich sag bloß. Wir fangen an, lasst ein Like da, let's go. Crew made a win, ja. Okay. Wir fangen erstmal mit den Aufgaben. Wir versuchen jetzt einen auf Fabo zu machen. Ja. Aber ich habe, glaube ich, diesen Skill einfach auch nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ja, hallo? Ah, was war das denn jetzt hier? Hä? Okay. Mann, es ist auch so viel Fachwissen, dass man irgendwie so checkt, wenn der die Aufgabe hat, dann muss er den zweiten Part da haben und dann kann der den nicht haben, weil das nur einer hat und so. Das weiß ich doch alles nicht, ey. So viel Among Us habe ich ja auch nicht gespielt. Mann, wie viel kommt da noch? 20, okay. Okay, Lisa ist da. Ich würde sagen, gehen da mal hin, weil irgendwie habe ich gerade Angst, dass wir... Was ist denn das? Reaktor, ach du Heilige. 12! Hey, machen das welche? Heilige. Oh, oh. Oh. Hier, ich bin, um zu retten. Seht ihr mich? Alibi. Alter, Elina macht erstmal chillig die Aufgabe da. Ah, ich hab die auch. Wie lange brauche ich Elina? Wenn ich die jetzt überhole, faked sie. Oh, hey, Elina. Oh, das war schon sass, Alter. Das, aber sie kann da vielleicht auch... Nee, als ob sie so lange braucht. Sie braucht da nicht dreimal so lange wie ich. Das war's. Nee, Elina, ich gehe nicht mit dir zu Electrical. Das kannst du mal direkt dir ab... Klabustern, Alter. Sehr sass. Hammer. So, ich würde sagen, ich mach mal Emergency und sag das einfach mal mit Elina, oder? Oder soll ich warten, bis sie mal tot ist? Aber wenn ich sterbe, dann habe ich die Arschkarte, dass ich es nicht mehr sagen kann. Ich glaube, ich mache die Aufgabe noch und dann gehe ich mal Emergency einberufen. Machen wir mal. Ah ja, perfektes Timing. Perfektes Timing, ich wollte gerade Emergency machen. Das ist kein gutes Timing. Ich war bei dieser blöden Aufgabe beim Reaktor, die immer so mega komplex für mich ist. Und ich war beim letzten Knopf, den ich hätte drücken müssen. Mit diesen Zahlen? Dann, ja, nein, mit dieser Reihenfolge. Und ja, dann wäre es vorbei gewesen. Und genau als ich den letzten Knopf gehämmert habe, hast du das Emergency-Meeting. Wolltest du das gleich nochmal zu machen? Lisa, wo war denn die Leiche? In Electrical. Hä? Wer hat jetzt da für mich geredet? Ich habe dazu jetzt was zu sagen. Diese Reaktoraufgabe mit den Zahlen, die Logo gerade beschrieben hat. Als ihr alle den Reaktor gefixt habt, dann bin ich hin. Elina stand schon dran, mindestens schon, boah, 3-4 Sekunden. Ich bin dran, hatte dieselbe Tasks und bin 2 Sekunden eher wieder weggegangen. Ja, also weil ich keine Zahlen kann, wenn ich kann kein Mathe. Und ich hab du hast schon sehr lang für die Aufgabe gebraucht. Ja, plus hab ich dich, dann sind wir beide runter zu Lower Engine. Du bist in Electrical rein. Da hat uns auch noch ein anderer gesehen. Ich weiß aber nicht, wer es war. Ich kam gerade da vorbei. Dann dachte ich, nee, mit Elina gehe ich da safe nicht rein und bin weiter zu Warehouse. Und plötzlich ist Electrical jemand tot. Das finde ich jetzt schon sehr sass, Elina. Als ob ich sage, dass Tim in Electrical tot ist, wenn ich ihn selber getötet habe. Ich bin dir gefolgt, weil ich mir safe sicher sein konnte, dass du mich nicht töten kannst. Warum? Weil ich zu schlecht bin. Nein, Aua. Weil du deine Aufgaben die ganze Zeit. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber in der Summe finde ich das schon sehr, sehr dubios, Elina, was du hier abziehst. Dubios, dass ich kein Mathe kann, das ist eine Weltneuheit. Weil Tim, als ich in Electrical war, und da war ich mit Ben, das weiß er auch, kam. Ich war nicht in Electrical drin. Nein, du bist ja auch nicht reingegangen. Ach, jetzt plötzlich nicht mehr. Ich wollte lügen. Aber ich lüge nicht, wirklich nicht. Ich habe Tim nicht getötet. Ich habe Panik bekommen von Tim, dass der da reingegangen ist. Und dann hast du ihm ein Messer in den Rücken gerammt. Okay. Als ob, Leute. Jetzt ist fest. Bitte habt Erbarmen. Ich bin es wirklich nicht. Ich hätte Ben noch schon längst getötet. Ich skip. Aber ich glaube schon, dass also ich skip erstmal. Skippen. Aber ich glaube schon, dass Elina. Ich werde Elina jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen. Okay, alles klar. Ich werde die auch hinterherlaufen. Nee, Elina, lauf du mir hinterher, da kann ich Task machen. Ich lauf dir gerne. Wenn du mir nicht hinterherläufst, dann vote ich dich raus. Boah. Oha! Oh! Ich hab mich entzogen, wollte ich hier nur sagen. Ich hab auch geskippt. Alter! Aber es war eh richtig, mir Talk. Das ist doch falsch, ihr seid doch alle so dumm! Hä? Ich hab nur gesagt, dass sie sass ist. Ich hab nicht gesagt, dass sie safe ist. Wow, Alter, hier gibt's ja wirklich keine Chills. Sie wird direkt getötet in der Lobby, Alter. Das macht mich natürlich jetzt ein bisschen... Ja, okay, wir wissen ja nicht, ob sie es war. Sie hat am Ende klang schon real, als sie gesagt hat, sie war es nicht. Schade. Aber gebt zu, das war auffällig. Es war... Ne? Es war auffällig. Okay, hier laufen die irgendwie zu dritt rum.
Ich würde eigentlich gerne Electric. Sie finden halt nie eine Leiche, ne? Ich würde eigentlich gerne Electric gehen. First try mit Ansage. Oh, Chris. Oh, Chris macht mich nervös. Easy. Ah, Chris ist da dran, okay. Nicht, dass Chris jetzt da jemanden umbringt. Okay. Ah, okay. Perfekt. Chris geht wieder rein. Okay, wir gehen Electrical, aber wir werden. Ah, okay. Microphone activated. Ich wollte nur mal gucken, ob vielleicht jemand gestorben ist und vielleicht irgendwie den Impostern so einen möglichen Kill wegzunehmen. Hat, glaube ich, geklappt. Ich meine, jetzt ist keiner weiter tot. Wir können also skippen. Das ist ja Leute. Danke, Jonas. Dieses Teil rausgemacht. Denkt ihr, Elina war es? Ich glaube nicht. Es hat sich voll real angehört, als sie gesagt hat, sie war es nicht. Ja, sie ist schon, also es hat sich schon echt real angehört. Hast recht, ja. Ja, wenn du in eine Luft. Das macht mich natürlich jetzt etwas auffällig. Aber ich habe geskippt. Also behaupten kann ich zwar viel, aber. Oh, ich hab nichts gesehen. Mein Gott, der mit Freunden, aber ich hab sie alle verarscht. Ja. Wer hat mich gewotet von euch, Alter? Ich brauch bessere Sicht. So, Elektra, wir sind ja fast durch eigentlich. Wie können wir so wenig Aufgaben haben, Alter? Dann war es ja. Nee, dann. Ich überleg grad, ob das ein Indiz darauf ist, ob sie Lina war oder nicht. Ich hab so Angst vor Leila. Och, zum Glück. Bumm, ich muss ganz schnell hier durchscheppern. Hier wird man ja eh safe umgebracht, so wie immer. Bumm! Schnell raus! Ah! Okay. Easy, Leute, chill. So, Lower Engine. Wir haben Chris ein Electrical gesehen. Wir müssen uns das mal heftiger merken. Das ist voll das Memory-Spiel eigentlich. Okay. Jonas geht nach oben, Logo nach unten. Jonas oben, Logo unten. Chris in Electrical. Ist Chris hier irgendwie tot? Microphone activated. Scheiße! Also ich habe Chris da reinlaufen sehen vorher und jetzt ist er tot. Wo war die Leiche denn? Wo reinlaufen? Electrical. Uff. Da kann ich aber Leute. Oh, wartet mal. Ich weiß, dass Jonas und. Du bist in Electrical reingelaufen. Ja, jetzt am Ende, ja. Nee, auch am Anfang der Runde. Korrekt. Aber als ich raus bin, ist Chris rein. Okay, das macht mich sehr auffällig gerade. Aber so war das. Vielleicht hast du ja zweimal in Electrical. Du machst das da alle Tasks und dann gehst du wieder raus. Lisa, ich hatte aber eine Frage an dich. Warum gehst du eigentlich nur kurz in Admin rein, stehst dann ganz kurz am Upload und läufst dann wieder raus? Und zwar, ich bin fertig mit den Tasks und dann dachte ich, ich verfolge Nat Gambo, aber der ist ja sowas von unauffällig. Und dann dachte ich mir, ich suche irgendjemand, der irgendwie mal auffällig macht. Also, wen ich relativ safe decken kann, ist Logo. Logo war jetzt nämlich zum zweiten Mal hinten bei diesem Reaktor, bei diesem Simon Says Teil. Und da gehst du. Ihr habt mich auch gesehen. Und Layla war da auch relativ lang. Also die beiden sind in dieser Runde relativ safe. Nicht. Na, Logo gewesen. Muss mich ja safe gesehen haben, weil Logo ist ja mit mir zusammen da lang gelaufen. Ja. Dann bin ich Electrical. Es wird ja von mir aus keinen Sinn machen. Ich bringe jemand Electrical um, laufe dann hoch zu Reaktor, laufe dann wieder zurück, um zu reporten. Da würde ich einfach direkt selbst reporten. Das wäre echt komisch, ja. Naja, Layla ist letzte Runde auch dreimal an mir vorbeigelaufen, bis sie mich reportet hat. What? Ja, wo du mich getötet hast. Lisa, das ist Sache der Vergangenheit, ja. Ich will nur sagen, dass es möglich ist. Leb doch mal hier im Jetzt, Lisa, und nicht immer in der Vergangenheit. Ich will nur sagen, dass es möglich ist, dass du da noch. Na, warte mal. Jetzt mal für mich. Ich schließe mich selbst jetzt mal aus. Also, da darf ich ja. Und ich kann Jonas und Logo auch ausschließen. Dann bleiben noch voll viel übrig und das bringt mir nichts. Und ich kann Layla ausschließen, relativ safe. Nicht 100%. Ich find's komisch, dass Lisa überhaupt noch lebt. Wo waren denn Gambo, Lisa, Baukasten? Wo wart ihr jetzt am Ende? Ich war gerade oben vom Netzwerk und kam nicht gerade. O2-Dings da gelaufen. Wollte kann das wer bestätigen? Nee, weil ich hab nicht jemand gesehen, dass ich Aber ich kann dir den Code sagen. Der war 109. Aber könnte es nicht sein, dass Logo gewendet ist zu Security und von dort dann rübergelaufen ist, Jonas? Nein, weil Jonas dort an der Ecke stand. Ja, exakt. Okay. Dann muss der Mörder logischerweise entweder zu Medbay gewendet sein oder zum Warehouse gelaufen sein. Ich glaube, dass es Lisa ist. Nein, gar nicht. So. Das Gefühl habe ich aber auch. Gambo, wo warst du? Könnte aber auch Gambo sein. Ja, das stimmt. Ich war in Admin, aber Lisa hat mich halt gesaved so relativ am Anfang. Ja, aber diese Saves funktionieren eh nicht so gut, weil selbst wenn du jetzt saven kannst, dass man den Kill nicht gemacht hat, heißt ja nicht, dass man nicht Imposter ist. Ja, true. Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind Logo und Jonas. Naja, aber die sind ja jetzt auch nicht safe. Hey! Wer hat mich gewortet von euch, ihr Schweine? Ich. Hey, ich hab dich nicht. Oh, da hab ich dich? Ich hab, glaube ich, nichts gedrückt. Du hast sogar selber gesagt, dass du sus bist. Ja, bin ich auch. Microphone muted.
Okay, auf jeden Fall damit safe. Ah, das Lisa war, das war ja jetzt völlig random. Was ist denn das? Ich habe keine Aufgaben mehr. Da kann ich jetzt beobachten. Okay, Jonas, aber das ist ja das Problem. Klar, Jonas und Logo sind safe, diesen Kill nicht gemacht zu haben. Jetzt gerade Chris, aber sie können ja trotzdem Imposter sagen. Es gibt ja zwei, versteht ihr? Außer wir haben einen schon rausgevotet. Dann natürlich wiederum nicht. Aber ich glaube, Elina und Lisa waren beide falsch, to be honest. Oder die decken sich gegenseitig. Ich beobachte Jonas. Ich glaube, Jonas und Logo sind's. Das habe ich ja noch gar nicht überlegt. Ja, die sind's doch safe, Alter. Oh mein Gott. Nee. Logo. Ah! Mikrofon aktiviert. Ich habe folgende Vermutung. Ich glaube, also ich bin mir, na, was heißt sicher, aber ich vermute, es ist Logo. Weil ich glaube, das Logo sehr wohl gewendet ist aus Electrical, aber Jonas ihn deckt, weil Jonas es selbst auch ist. Und Logo ist jetzt auch bei Reaktor gerade am Ende extrem random im Raum rumgestanden, so ohne Mission irgendwie so. Das ist meine Vermutung, ich sag bloß. Okay, oh, ich war schon wieder gemutet! Mann! Nein, ich war mit Gambo dann, hab dieses Ding aufgelöst. Entweder ist Gambo dann sus, weil er das dann deaktiviert hat. Oder nee, danach. Okay. Danach. Hä, wie danach? Warum bin ich denn sus, wenn ich es deaktiviere? Ja, du bist weil du es ausgelöst hast und dann hast du es. Kann man das nicht auch wieder deaktivieren, wenn ja, man es da passiert hat? Ja, klar, das kann doch jeder machen. Ja. Nee, sus bestätige ich. Spaß. Nee, was sagt ihr zu meiner Anschuldigung? Ja, du könntest recht haben. Das Ding ist, wenn du nicht recht hast, dann sind wir ja gefühlt am Arsch dann. Ja. Wir sind so oder so am Arsch, weil sowohl Lisa als auch Elina falsch waren. Ich muss aber sagen, dass das Baukasten eben richtig komisch gemucht ist. Er wollte kurz Electrical reinbiegen, hat sich dann doch da gegenseitig. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch keine Aufgaben mehr. Ich bin gerade auch nur sinnlos Jonas hinterhergelaufen. Ich muss noch zwei Electrical erledigen. Ja gut, dann mach ihr doch, dann laufen wir einfach zusammen. Hat ist also, jeder durch. Ja, nee, durch. Mir fehlt noch eine Aufgabe an Reaktor. Ja, aber Kolonne ist eigentlich ja verboten in den offiziellen WM-Rules. Ich glaube nicht, dass es Jonas ist. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, mich einfach umzubringen. Ja, logisch, weil du es ja selbst bist und ihn deckst. Einfach gegenseitig. Ich glaube, es ist safe, dass die sich decken. Weil eigentlich muss der Mörder gewendet sein von Electrical. Als ich das muss eigentlich so gewesen sein. Wir müssen sein. Uns jetzt so absprechen, welchen wir. Ich will jetzt hier niemanden influenzen, aber ich vote Logo. Ja, ich vertraue dir, Ben. Ehre. Und den dritten falschen rausgevotet. Beste Leben. Haben wir gewonnen? Bitte. Ja, wow. Mikrofon muted. Ich glaube, Logo war es. Ich habe ja gar keine Aufgabe. Ich muss irgendjemand hinterher rennen. Ja, Kolonne ist ja verboten eigentlich. Ich laufe Baukasten hinterher. Ja, jetzt rennt Jonas jetzt hinterher und bringt mich um. Nee? Okay, 8, 7, 2, 5, 0. Boom. Okay. Mikrofon aktiviert. Ach, da waren wir ja völlig scheiße. Solche Vollidioten! Wie kann man denn so schlecht sein wie ihr und immer falsch voten? Moment. Ich war nur für zwei Falsche verantwortlich. Mit Lisa hatte ich nichts zu tun. Du warst für mich, du hast Logo rausvoten wollen, weil es Jonas rausvoten wollte. Du hast basically jeden aber ich hab dich geskippt. Wollen, außer die Imposter. Ich hab dich geskippt. Und ich wollte sagen, so dass Baukasten mir entgegenkam bei Electrical. Nee, also Elina, die kann kein Mathe und die hat zu lange Zeit. Ich hab dich doch geskippt. Wieso hatest du mich jetzt so? Ich hate dich, weil du alle Influencer. Ich hab nur meine Beobachtung wiedergegeben und die war ja auch so. Die war falsch. Die war bei mir auch, dass ich einfach Imposter bin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da. Bis morgen, euer Benzer. Ciao. Tschüss.